Volksläufer, die einfach probieren, so wenig Zeit wie möglich auf die Spitze zu verlieren. Und dann kommt noch eine ganze Partyfolge. Ja, hoi, ich bin der Claudine Perl, wohne hier in Sils, im schönen Engadin. Bin 17 Jahre lang im Swiss-Ski-Kader, 13 Jahre lang Weltcup unterwegs. Habe den Engadin-Skimarathon auch schon 2-3 Mal mitgemacht. Mein bestes Resultat ist ein 2. Rang. Und ja, weiß auch noch nicht, was Spannendes gibt von mir. Gewisse Leute sagen immer, Ausdauer ist etwas Strenges, oder? Aber mit den Jahren lernst du auch mit dieser Ausdauer etwas zu spielen, oder? Also du kannst die Intensität extrem gut steuern. Und jetzt im Verlauf, wo ich jetzt nicht mehr so aktiv bin, sondern dafür mehr so im allgemeinen Leben, es kommt dir immer zu gut, weil du hast gelernt, auf etwas hinzuschaffen und hast sicher durch das die Ausdauer, die du wirklich auch brauchst, wenn etwas nicht läuft, um dranbleiben und das Positive daraus zu sehen. Manchmal bist du ein bisschen gläubiger und manchmal bist du weniger. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Nachsichtssache, wie du das anschaust. Und ich allgemein probiere einfach, das alles positiv zu sehen und zu wissen, wenn es so ist, dann probiere ich zu akzeptieren und das Beste daraus zu sehen. Und dann früher oder später geht eh wieder ein Türchen auf, das mich wieder im richtigen Weg hinbringt. Ja, absolut. Und nicht zu viel hinterfragen, sondern eher einfach so ein bisschen den Tag reinleben. Und es ergibt sich dann schon etwas. Ja, den Engadiner selber eben, ist für mich sicher so ein ganz spezielles Rennen. Es ist nicht ein 0815-Rennen, sondern es ist ein bisschen Kultstatus, das Rennen. Es ist, es hat irgendwie so wie 3 verschiedene Blöcke oder eine Elite vorne, wo um jede Sekunde kämpft. Dann sind hinten dran die ganzen Volksläufer, die einfach probieren, so wenig Zeit wie möglich auf die Spitze zu verlieren. Und dann kommt noch eine ganze Partyfolge oder einfach die das wollen erleben. Und ich glaube, durch das denke ich ihnen auch so ein Erfolg. Weil für jeden Mann hat etwas dabei.